Wir sind die älteste deutsche Armbrustschützengesellschaft. Hier können Sie das alles nachlesen. Hier gucken Sie. Ja. Und Ihnen noch was erzählen? Oder ist das nicht? Ein Band zur 725-Jahr-Feier in Bild und Text. Alles alleine gemacht. Und das habe ich den Schützen damals geschenkt, weil ich jetzt auch mit dem neuen Buch nochmal gewisse Erinnerungen brauche. Habe ich mir das wieder zurück erbeten. Hier ist sie. Hier ist die Kamera. Ja, das sind die Aufnahmen, die wir zusammen mit dem Landschaftsverband zu unserem Jubiläum erbeten hatten, dass wir das mal archivieren, dass wir was Dauerhaftes haben. Und da war der Dr. Simon direkt bereit, mit ganzer Mannschaft gekommen und hat 3 Tage lang unser Schützenfest am Fuchsberg verfolgt, aufgenommen. Und die Aufnahmen sind ja später dann ein ganzes Jahr lang in Kommern, in dem dortigen Freilichtmuseum gezeigt worden. Und dann sind sie animiert worden, die Sachen, ist ja klar. Und darum umso schöner, dass es jetzt nochmal nach vorne kommt. Wo sich im Wurmtal die Handelsstraßen Ruhrmond, Aachen und Maastricht-Köln kreuzten, entstand der limburgische Zoll- und Burgflecken Roda, der Vorläufer der deutsch-niederländischen Zwillingsstädte Herzogenrath-Kerkrade. Mit der Marienkirche in Herzogenrath ist die St. Sebastiani Armbrustschützengesellschaft anno 1250 verbunden, die am 1. Juli Sonntag ihr Hauptfest begeht. Hinter den mitgeführten Vögeln und der Fahne folgen in Rangordnung die Mitglieder, die wegen ihres feierlich schwarzen Anzugs als Zylinder- oder Herrenschützen bezeichnet werden. Der Schießstand der Sebastiani-Gesellschaft liegt am Fuß des Hügels, wo die Pfeiljungen warten. Nach alter Überlieferung eröffnen die Zylinderschützen ihr Königsschießen mit dem dreimaligen Umschreiten der Vogelstange, zu dem sie sich nun auf die Kuppe der Anhöhe begeben. Dabei werden sie von 2 Musikanten begleitet. Nach Beendigung des Eröffnungszeremoniells können die Vorbereitungen für das Schießen getroffen werden. Wenn die Pfeiljungen und Einwinde auf ihre Plätze gerufen sind, werden die 4 Vögel und die Schützenfahne am Schießberg zur Schau aufgestellt. Wir sind spanisch besetzt gewesen hier damals, 1600 so und so viel, spanisch. Dann ist die Regentin Clara Isabella von Spanien, hat hier ihr Gebiet besucht. Wir haben auch die spanische Fahne, rot, gelb, rot, tragen wir heute noch. Und die Isabella Clara hat uns nach einem solchen Besuch eine eigene Fahne, die wir jetzt wieder restauriert haben, voriges Jahr, geschenkt. Wir laufen also mit einer spanischen Fahne. Die Schützen müssen warten, bis die Schießstände ausgerüstet sind. Jeder hat als Hilfe 2 Pfeiljungen und einen größeren Burschen zum Spannen der Armbrust mitgebracht. Auf dem befestigten Absatz, wo jeder Platz mit einem Fähnchen gekennzeichnet ist, werden die Pfeile aus den Köchern zurechtgelegt. Die sorgfältig ausgebreiteten Tücher verhindern die Berührung mit dem Erdboden.
Mithilfe eines Bodenbretts stellt man zum Schluss die Armbrüste griffbereit auf. Nun wird es Zeit, dass die Schützen in Aktion treten. In der Zelthütte am Rande des Schießplatzes legen sie alles ab, was beim Gebrauch der Waffe und beim Anvisieren des Ziels hinderlich sein könnte. Jedem Königsschießen geht ein Umtrunk voraus, zu dem man sich nach der Überprüfung der Schießgeräte zusammenfindet. Das mit der Zwischenzeit, solange der Vogel aufgesetzt wird, einen ordentlichen Schluck auf den heutigen Tag werden. Während man dem Schützenwein zuspricht, werden draußen die Vorbereitungen zum Aufsetzen des Königsvogels getroffen. Am Schaft der Stange, die schwenkbar in einem 7 Meter hohen, fest verankerten Gestell ruht, befestigt man zunächst das über ein Rollensystem geführte Seil. So, liebe Majestät, liebe Schützen, wir hoffen, dass wir dieses deutsche Schützenfest mit Anstand hinter uns bringen. Wir haben eine Majestät, die zweimal König gewesen ist. Besteht die Chance für unsere Majestät freiwillig. Unsere Majestät hat also gebeten, einen fairen Kampf zu führen. Er möchte nicht, dass manipuliert wird oder gar absichtlich vorbeigeschossen wird. Sollte das Glück ihm beschieden sein, wieder König zu werden, so wird er die Kaiserwürde auf Lebenszeit erringen. Dankeschön. Die Majestät nochmal das Glas erheben. Am Schützensonntag wird in Herzogenrath als erster immer der Königsvogel ausgeschossen. Um ihn auf der Spitze der 32 Meter hoch aufragenden Stange anbringen zu können, muss sie abgesenkt werden. Das wird durch ein Kontergewicht am Fuß des Schaftes erleichtert. Beim Niederlassen schwenkt das obere Ende weit ausladend durch die Baumwipfel hindurch gegen den Berg. Die erfahrenen Helfer betätigen den Seilzug sehr behutsam, weil die Stange bei ungleichmäßiger Bewegung zerbrechen kann. Am oberen Ende ist ein etwa 2 Meter langes Stück, das von den eisenbewehrten stumpfen Pfeilen häufig getroffen wird, mit starkem Leder eingehüllt. Der aus frischem Eschenholz geschnittene Vogel besteht aus dem 10 cm dicken und 30 cm langen Rumpf, an dem vorne der Kopf sitzt und seitlich die beiden Flügel herausragen. An der Unterseite ist der Körper leicht angebohrt, sodass man ihn mit 7 bis 8 Umdrehungen unverrückbar fest auf die eiserne, schraubenartig geformte Spitze aufziehen kann. Der blumengeschmückte Königsvogel wird zum Schluss mit bunten Luftballons und Eichenlaub behängt. Das Hornsignal kündigt an, dass das Schießen auf den Königsvogel nun beginnt. Pfeile, nicht mehr bitte. 18 Pfeile. Wegen der Chancengleichheit dürfen in der Schießrunde, wie man die Durchgänge nennt, von jedem Schützen lediglich 18 Pfeile abgefeuert werden. Geschossen wird freihändig, ohne besondere Reihenfolge oder Ordnung, so wie die Bögen von den Helfern angereicht werden. Das Schießen wird so durchgeführt, dass 12 oder 13, je nachdem, wie wir Platz haben, Schützen querbeet schießen, nicht aufgelegt, aus der freien Hand. Und der Vogel ist etwa 36 Meter von ihnen entfernt in der Höhe.
Da die 6 Meter hohe Böschung des Schießhügels zur Länge der Vogelstange hinzuzurechnen ist, muss das Ziel in steilem Anschlag auf 38 Meter Entfernung gesucht werden. Also müssen Sie schön stramm sich konzentrieren, zielen und treffen. Jeder Schütze schießt mit seinem eigenen Bogen. Die Abschusskraft der ungefähr 15 Pfund schweren Waffe beträgt 450 Kilo. Obwohl die aus starker Leinenkordel gedrehten, gut 1 cm dicken Sehnen mit Bienenwachs behandelt sind, kommt es vor, dass sie in der Aufhängung reißen. Bei der Armbrust gibt es keine Visiereinrichtung, sodass man den Schaft des Pfeiles mit dem Vogel in eine Richtung bringen muss. Wer sein Geschoss in das verhältnismäßig kleine Ziel setzen will, braucht eine außerordentlich große Treffsicherheit. Daher liegt es nahe, dass man Wilhelm den Schmied zu den Vorfahren rechnet. Als Schütz von Rode erledigte er bei der brabantischen Belagerung 1283 den feindlichen Heerführer mit einem einzigen Bogenschuss und erzwang so den Abzug. Aus diesem historisch bezeugten, sagenhaft ausgeschmückten Ereignis mag sich die Existenz einer Bürgerwehr in der Mitte des 13. Jahrhunderts ergeben, von der sich die St. Sebastiani Armbrustschützengesellschaft herleitet. In dem Festjahr haben wir uns also eine eigene Silberplakette besorgt und die kriegte man dann, wenn man erfolgreich war, nicht König, als Anhänger. Und auf der Rückseite ist dann der Erzsenator Löwe mit der Armbrust. Das ist unser Vereinszeichen. Wenn die erste Schießrunde zu Ende geht, haben sich am Fuchsberg mehrere tausend Herzogenrater eingefunden, um den Ausgang des Wettkampfes mitzuerleben. Nicht mehr einwinden heißt, dass die Schützen ihre abgeschossene Armbrust aus der Hand legen. Um die Sehnen in der Pause vor schädlichen Sonnenstrahlen zu bewahren, bedeckt man sie meist mit feuchten Tüchern. Defekte Bögen werden jetzt zur Reparatur in die Waffenmeisterei gebracht. Für die Pfeiljungen bedeutet das Signal Piel ob. Sie laufen los, um im Gelände jenseits der Vogelstange die verschossenen Pfeile einzusammeln. Jeder von ihnen kennt die Geschosse des Schützen, den er bedient, an der besonderen Markierung. Und er weiß, in welchem Streubereich sie zu suchen sind. Es gelingt längst nicht immer, alle 18 Pfeile zurückzubringen. Die Sehne der Armbrust, die die enorme Spannung des aus bestem Stahl geschmiedeten Bogens abzufangen hat, ist der empfindlichste Teil des Schießgeräts. Der Waffenmeister verfügt über eine Werkbank, auf der man beschädigte Sehnen ohne große Mühe entlasten, herunternehmen und durch neue ersetzen kann. Die Armbrüste, die mit defekten Kordelsträngen nicht mehr sicher genug sind, werden so für die nächste Runde wieder einsatzfähig gemacht. Wenn an den Schützenständen wieder alles bereit ist, wird zum Fortgang des Königsschießens geblasen. Sind alle da? Alle Pfeiljungen da? Schützen! Bei normalen Bedingungen braucht es ungefähr 25 Kerntreffer und 50 Teiltreffer, bis der Vogel heiß wird.
Um dies nicht zu versäumen, zählen die erfahrenen Schützen jeden gelungenen Einschlag mit. Nach dem Spannen der Armbrust muss die Winde zurückgedreht werden, was meist der erste Pfeiljunge übernimmt. Beim Laden richten die Schützen den Schaft der Waffe stets nach oben. Der Bügel auf der Unterseite schützt den Abzugshahn vor zufälliger Berührung. Nach jedem Schuss muss die sogenannte Nuss gestochen und dann das Schloss festgesetzt werden. Beim Spannen des Bogens durch den Einbinder kommt es darauf an, dass die Klauen der Winde die Sehne genau in der Mitte erfassen, die hinter der Nuss festgesetzt wird. Bei wenigen Millimetern Abweichung ergibt sich eine Verzerrung, die den Pfeil aus der geraden Schussbahn nach rechts oder links herausträgt. Das kann auch geschehen, wenn sich der Pfeil geringfügig verzogen hat. Und so schießen wir aus der freien Hand. Nochmal wichtig, die Münstereifler schießen alle aufgelegt. Hier ist unsere Stange, hier stehen wir rum. Wenn die besten Pfeile mit schnurgeradem Schaft und mit fugenlos sitzendem Eisenkopf aus dem luftdicht verschlossenen Köcher geholt werden, beginnt die spannende Phase des Schießens. Indem man die aus alten Schippenstielen gedrehten Bolzen mit einem Lappen abreibt, sucht man ihnen eine bessere Windschlüpfrigkeit zu geben. Alle Schützen wissen, dass der nächste Volltreffer zum Erfolg führen kann. Sie visieren das Ziel nun mit besonderer Sorgfalt an und die Einwinder beeilen sich, um den gespannten Bogen schnell anreichen zu können. Der nackt geschossene Königsvogel wird von den Schützen und den Zuschauern, die dicht gedrängt ausharren, bei jedem hochschnellenden Pfeil aufmerksam beobachtet. Selbst die Pfeiljungen auf der Wiese folgen der Entwicklung des Geschehens. Wer seinen Bogen jetzt noch in Reparatur geben muss, wird sich kaum noch am Endkampf beteiligen können. Und wenn der Vogel dann runterkommt, dann haben sie Glück gehabt oder kriegen einen Becher. Aber der erste Vogel, der ist sonntags immer, das ist dann der Königsvogel. Mit dem heruntergeschossenen Vogel ist der König der St. Sebastiani Armbrustschützen für 1980 bestimmt. Es ist der gleiche wie in den beiden Vorjahren, der infolgedessen Schützenkaiser wird. Damit ist das kaum für möglich gehaltene Jahrhundertereignis eingetreten. Nach den Berichten aus den Annalen der Stadt wurde beim Vogelschießen in Herzogenrath die gleiche Würde zuletzt im Jahre 1844 verliehen. In Herzogenrath gehört es zum Brauch, dass die Schützenmajestät als erste Amtshandlung aus seinem Zylinder Klümpchen für die Kinder auswirft.
Zur Bestreitung der Kosten wird meist der mit 30 Mark festgesetzte Königssold verwandt, der für den Kaiser die dreifache Summe ausmacht. Nach den Statuten wird die Kaiserwürde auf Lebenszeit verliehen. Ich bin von selbst stolz. Junge, Junge. Hier ist die Stange runtergelassen. Da klettert einer rauf, um einen neuen Vogel aufzusetzen. Ist auch interessant. Und da in freien Schuss. Das ist ein Enkel von mir hier, der da oben drauf sitzt. Der war mein Pfeiljunge. Wir mussten ja dann die Pfeile zurückholen.